in diesem Flugzeug gelegt wurde, setzt sich kontinuierlich fort bis hin zur Entwicklung des Airbus 380. Ohne die Entwicklung dieser Flugzeuge in den 40er Jahren, forciert und verstärkt durch die Entwicklungen und Forderungen des Krieges, haben eine Grundlage gelegt, von denen Sie heute noch profitieren. Well, ladies and gentlemen, just taxiing out a very important aircraft in aviation history, very important aircraft indeed, the world's first ever jet fighter, first tricycle undercarriage jet fighter, first twin jet fighter, great many firsts embodied in this airframe.